Bis zu 40.000 Russen hätten ihr Geld über Dubai schon in Sicherheit gebracht und so die Sanktionen wegen des Krieges gegen die Ukraine umgangen, schätzen die Grünen im Europaparlament. Das Emirat hatte erklärt, sich in dem Konflikt neutral zu verhalten, selbst keine Sanktionen verhängen zu wollen. Das führt zu einem regelrechten Kauf- und Investitionsboom vermögender Russen in dem Emirat. Es sind stürmische Zeiten für Jenny Soltanpour und Kassiert. Die Nachfrage nach Villen vor der Küste von Dubai explodiert regelrecht. Dieses Objekt bieten die beiden Makler für 12 Millionen Euro an. Vor allem russische Investoren greifen im großen Maßstab zu, wohl auch, um westliche Sanktionen gegen Russland zu umgehen, wie sie uns erklären. Ein sicherer Hafen für diskrete Investoren. Sie können in jeder Währung zahlen, die Sie wollen. Dirhams, Dollar, Kryptowährung, Überweisungen online. Sie können auch Tauben schicken, wir akzeptieren es. Russische Oligarchen sollen in nur wenigen Wochen fast 300 Millionen Euro in Dubai investiert haben. Sanktionen müssen sie in der Glitzermetropole der Emirate nicht fürchten. Visa sind für reiche Investoren leicht zu erwerben und der Luftraum ist offen für russische Jets. Im Ukraine-Krieg wollen sich die Emirate neutral verhalten. Mit Russland verbinden sie enge Beziehungen im Energie- und Finanzsektor. Putins Freunde sind hier noch immer gern gesehen. Dubai stellt keine Fragen. Jeder ist willkommen. Keiner muss sich vor irgendetwas fürchten. Es ist für jeden offen. Ein Boom im Windschatten des Krieges. 40.000 Russen sollen in den Emiraten leben. Es dürften schon bald sehr viel mehr sein.